Es gibt keinen einzigen Text, der von mir irgendwo erscheint, den nicht ganz, ganz viele Leute gegengelesen hätten. Im Detail, im Allgemeinen, ihn zerflattert hätten, mir um die Ohren geworfen hätten. Wenn die erste Version vorliegt, dann ist es wirklich eine Rohfassung und die hat mit der Endversion in aller Regel gar nichts mehr zu tun. Also ich stelle das mindestens 5-mal um, kopiere Textblöcke hierhin, dorthin, ändere die Notation. Für jeden Text, an dem ich arbeite, habe ich ein eigenes Ringbuch, ja, oder so ein College-Block. Dann bleiben die Sachen erstmal für den ersten Durchgang beieinander, bis ich sie abgetippt habe. Also ich schreibe etwas. Manchmal sehen die Seiten ganz einfach aus, dann tippe ich die ab und streiche die nur durch, fertig. Aber meistens ist schon im Schreibprozess, dann kommen Einfügungen, die stehen dann auf anderen Blättern vielleicht oder auf der Rückseite. Und dann wird der Text natürlich immer unübersichtlicher. Diese Trennungsarbeit von Textteilen, die ich schon geschrieben habe, mache ich mir immer leichter, indem ich in meine Datei ganz unten eine kleine Zwischenüberschrift mache, die trägt den Titel Reste. Und in diese Reste kopiere ich alles rein, was ich gestrichen habe. Das heißt, ich lösche nicht direkt, sondern ich schiebe das gewissermaßen in einen Zwischenspeicher. Das ist dann sozusagen der nächste Schritt, ja. Und das wäre jetzt die Phase 2. Dann habe ich das einmal abgetippt, aber dann fängt die nächste Arbeit an. Das ist irgendwie, gefällt mir alles nicht oder es passt nicht zusammen oder es ist zu kurz oder zu lang oder sowas. Also gibt es jetzt hier auch wieder diese Durcharbeitungsschritte, ja? Und ich sage dann, naja, wenn ich es am Ende brauche und doch noch brauchen kann, baue ich es wieder ein. Und das ist wirklich eine ganz verlässliche Angelegenheit, weil 98% von den Dingen, die in den Resten landen, werden dann am Ende tatsächlich gelöscht. Ja, und das ist, macht es wirklich viel, viel einfacher, diese Sachen gehen zu lassen. Am Anfang meiner wissenschaftlichen Karriere habe ich auch mal mein erstes Manuskript geschrieben und das meinem Doktorvater vorgelegt. Und der hat dann eine Woche gebraucht, ist dann zu mir zurückgekommen und hat gesagt, ja, grundsätzlich ist alles drin, aber ich bin eigentlich doch nicht so zufrieden. Und was er der gemacht hat, war bei jeder Absatz so ein oder zwei Stichworte zu schreiben, wie er verstanden hat, was meine Botschaft war, hat die dann auf einen Zettel eingetragen und gesagt, versuchen Sie bitte doch jetzt in den Reihenfolge, so wie ich die aus Ihrem Manuskript geholt habe, mir eine Geschichte zu erzählen. Und dann habe ich gemerkt, die Reihenfolge stimmt eigentlich überhaupt nicht. Die Erfahrung ist eben, die mir da ganz konkret hilft, dass ich mich immer wieder darauf zurückziehe, ja, was ist eigentlich die Problemstellung? Ja, also was ist sozusagen der Beitrag, den ich ganz konkret verfasse, gerade auch machen möchte und was ist eigentlich die Problemstellung, an der ich arbeite? Und das ist sozusagen das zentrale Ordnungsprinzip, würde ich auch sagen, was mir beim Schreiben dann eben auch sehr stark hilft und dann eben auch so eine Form der Reduktion ermöglicht. Was mir auch schon passiert, dass ich einen Text freigegeben habe, der nicht fertig war. Ich glaube nur einmal und das war aber eine befreundete Kollegin, die dieses Buch herausgegeben hat und die dann gesagt hat, also irgendwie willst du dir das nicht nochmal angucken? Dann habe ich hinterher geschrieben, oh weia, das ist, ich schäme mich richtig für diesen Text, aber es war gut, dass sie es gesagt hat, ja, also dann innerhalb sozusagen solcher Kooperationsfreundschaften ist es ja dann auch hilfreich. Ja. Aber sonst und nicht zuletzt daraus habe ich gelernt, dass man diese Zeit haben muss. Ja. Das ist einfach, glaube ich, der wesentliche Punkt. Also jeder, der seine Schreibfähigkeiten verbessern will oder auch einzelne Werke besser machen will, muss ich halt einfach mit anfreunden, dass das nicht schnell geht, nicht wie einen Text abzutippen, sondern dass man da halt wirklich ganz viel Zeit braucht. Also oft braucht man halt für 5 Zeilen, für einen Absatz, 1 oder 2 Stunden und man kann sich ausrechnen, dass eine 20- oder 30-seitige Arbeit ein ganz hartes Stück Arbeit ist.